Damals im Sommer, als ich meinen Vater umgebracht habe, war ich 10 Jahre alt. Mein Bruder Po 9 und meine Schwester Cicely war gerade 14 geworden. Die Stadt, in der wir wohnten, trug den Namen einer Sklavin. Und ich wurde nach ihr benannt. Hast du Mama lieb? Deine Mama ist die wunderbarste, wunderschönste Frau auf der ganzen Welt. Als ich Louis das erste Mal sah, renkte er einem Knaben, der vom Baum gefallen war, das Bein ein. Da sagte ich zu mir, hier ist ein Mann der Tat, der ist der Richtige. Er ist ein Heilkundiger, er wird dafür sorgen, dass es mir gut geht. Was hat der Frau gefehlt, Daddy? Mrs. Hobbs? Tja, manche Krankheiten sind schwer zu erkennen. Erinnerungen sind ein Bilderbogen der Seele. Vieles ist schwer deutbar. Anderes wieder unauslöschbar in das Gehirn gebrannt. Jedes Bild ist wie ein Faden. Und alle Fäden miteinander verwoben ergeben einen Bildteppich von verwirrender Struktur. Doch dieser Teppich erzählt eine Geschichte. Und diese Geschichte ist unsere Vergangenheit. Wenn du noch einmal mit meiner Frau sprichst, dann muss ich dich töten. Ich habe ihn gehasst. Du bist tot, wenn du noch ein einziges Wort zu ihr sagst.